Dies ist ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am 28.07.2016. Mein Name ist Volker Reusing. Heute spreche ich mit Herrn Ismail Tipi. Herr Tipi ist CDU-Landtagsabgeordneter in Hessen. Er ist integrationspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und ist unter anderem auch im Europa- und im Hauptausschuss. Guten Tag, Herr Tipi. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Hallo, grüße Sie, Herr Reusing. Herr Tipi, Sie haben in einigen Pressemitteilungen gewarnt vor der Gefahr durch den sogenannten Islamischen Staat, IS, in Deutschland. Meine erste Frage ist, was empfinden Sie angesichts der Attentate, die sich in Bayern ereignet haben, in Würzburg, in Ansbach und in München? Ja, lieber Herr Reusing, das, was wir in den letzten Tagen in Deutschland und natürlich ganz besonders in Europa erlebt haben, ist einfach etwas, was man nur schockiert werden kann. Das sind alles Sachen, die ich mit einer großen Empörung und aber auch mit Trauer empfunden habe und alles so wahrgenommen habe. Das darf einfach in Deutschland, in Europa nicht sich wiederholen. Wir müssen alles dafür tun, dass diese Anschläge sich in Deutschland und in Europa nicht mehr wiederholen. Wie sind denn die Reaktionen des Hessischen Landtags? Ja, wir haben natürlich auch wie überall in Deutschland und in Europa diese ganze Geschehnisse mit einem großen Schock aufgenommen. Wir haben natürlich unsere Polizei sehr stark dafür eingesetzt, dass sie noch hohe und große Präsenz bei den Festen und Veranstaltungen und in Konzerten zeigen. Wir haben natürlich auch die Polizei im Personal aufgestockt und sie auch in einer Alarmbereitschaft gesetzt. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen wurden für die Sicherheit erhöht, wie Sie vielleicht auch aus der Presse entnehmen konnten. Die Zahl der Polizisten und aber auch die Zahl der Mitarbeiter bei Verfassungsschutz wurden aufgestockt. Das waren eigentlich Maßnahmen, die wir für die innere Sicherheit für Hessen gesorgt haben. Am 17.06. haben Sie einen Artikel veröffentlicht, dass Ihnen berichtet worden sei von einem vermuteten Kriegswaffenfund in Nordrhein-Westfalen. Dazu haben wir gefunden auf einer Webseite sek-einsatz.de, dass es da von Seiten des Innenbereichs von Nordrhein-Westfalen Dementis gegeben habe. Wie schätzen Sie die Situation heute an? Herr Reusing, das war etwa Anfang Juni, wo ich von mir glaubhaften zwei verschiedenen und unabhängigen Quellen diese Informationen bekommen habe. Ich habe am gleichen Tag die Polizeipräsidium in Köln und aber auch die BK in Wiesbaden angerufen. Diese Informationen habe ich nachgefragt und damals wurde mir dieser Einsatz weder bestätigt noch dementiert. Und dann habe ich am 17.06. habe ich diesen Bericht dann auch verfasst. Und für mich war eigentlich bei der Berichterstattung, die ich veröffentlicht habe, auch auf meiner Webseite, der Hauptintention war eigentlich nicht unbedingt der SEK-Einsatz, sondern die Warnung und die Sensibilisierung der Bürger über mögliche Bewaffnung der Salafisten, Radikalislamisten und auf mögliche Waffenverstecke in Deutschland. Das war eigentlich der Hauptintention gewesen. Nachhinein hat sich das glücklicherweise so, diese SEK-Einsatz nicht bestätigt. Zumindest kann ich im Moment nicht sagen, ob es wirklich in den letzten Wochen, Monaten oder in den Jahren solche Polizeieinsätze stattgefunden haben. Aber es ist für mich eigentlich ganz klar, dass die Radikal-Islamisten in Deutschland, zumindest die Dschihadisten, die IS-Anhänger sich bewaffnen und auch nach meinen Informationen bestimmte Waffenverstecke in Deutschland gibt, wo sie eigentlich dazu genutzt werden, wenn mögliche Attentäter, Schläfer unter uns zu ihrem Ziel auf Maß sind, dass sie von diesen Verstecken mit Waffen oder möglicherweise mit Sprengstoff dann ausgestattet werden. Das wäre natürlich auch interessant, welche Größenordnung das haben mag. Ich kann natürlich nicht genau sagen, wie viele Salafisten, wie viele Dschihadisten sich mit wie viel oder an welchen Mengen an Waffen sich angeschafft haben. Aber ich kann mit Besorgnis sagen, dass doch genügend
Bewaffnung der Dschihadisten in Deutschland gibt, die eigentlich, wenn sie diesen Befehl bekommen, ziemlich großen Leid in Deutschland ausführen kann. Die Epoch Times hat berichtet am 21.12.2015 über einen Aussteiger vom IS namens Harry S., der ist in Bremen, und der hat gewarnt vor einem dschihadistischen, in Anführungsstrichen, Blitzkrieg, also im Sinne einer Anschlagsserie, die für 2016 in Deutschland und Europa geplant sei. Was ist Ihre Einschätzung? Sind wir da schon mittendrin oder sind es vielleicht eher bisher vereinzelte Taten? Also ich sage mal eins, diese ganze Bedrohung und diese Gefahr von seitens der Salafisten und auch Radikal-Islamisten in Deutschland ist eigentlich kein Phänomen der letzten Jahre. Diese radikal-islamistische Tendenzen, diese schleichende Vergrößerung der Umma der Radikal-Islamisten hat eigentlich eine lange Geschichte. Seit Anfang der 80er Jahre versucht dieser Radikal-Islamismus schleichend sich zu vergrößern. Und diese ganze Anschlagsserien, die wir eigentlich in den letzten Tagen und Wochen so erleben, ist natürlich ein Zeichen, dass die jetzt auch Deutschland in ihren Fokus genommen haben, dass nicht nur gesamt Europa, sondern auch Deutschland unter das Ziel der salafistischen, radikal-islamistischen Gesinnung ist. Besonders IS-Terrorstaat hat auch Deutschland sich als Ziel genommen. Das, was wir in den letzten Tagen zum Beispiel in Würzburg oder auch in Ansbach so erlebt haben, das sind Anfänge. Ich bin sicher, und davor habe ich ja seit vielen Jahren gewarnt, dass wir eigentlich im Ziel der radikal-islamistischen Terror stehen. Deswegen habe ich auch immer appelliert, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen, dass wir diese Bedrohung, Gefahr erkennen müssen und endlich handeln müssen. Ich habe ja schon vor vielen Jahren gewarnt, wenn wir nicht handeln, dann werden wir behandelt. Und wir merken, dass, wenn wir behandelt werden, sehr schmerzhaft ist. Und das hat uns die Anschläge in Würzburg und aber auch in Ansbach ja gezeigt. Ich glaube, das sind die Anfänge. Gott behüte Deutschland vor weiteren schlimmen Anschlägen. Was uns Sorgen macht, ist auch, was wir vom IS in Syrien oder im Irak sehen. Da haben die ja Gräueltaten gegenüber der Bevölkerung gemacht, um dann die anderen einzuschüchtern. Die haben ganze Behörden übernommen, was vorher dem Staat treu gewesen sind, gezwungen, dann für ISIS zu arbeiten. Und deswegen scheint mir die Frage auch entscheidend, wie viele von den Leuten hier sind, ob die Gefahr sich auf Anschläge beschränkt, was grauenvoll genug ist, oder ob die Gefahr besteht, dass sie versuchen, ganze Gebiete zu übernehmen. Das Ziel der Radikal-Islamisten ist ja, alles, was Demokratie, Rechtsstaat und die Freiheiten sind, abzuschaffen. Sie nutzen zwar bei uns in Deutschland alle Freiheiten, wie zum Beispiel, dass sie auf die Straße gehen, ihre ja manipulierte Korane in den Lichtständen verteilen oder alle anderen Freiheiten, die sich ja in Anspruch nehmen, dazu da, um das alles der Demokratie, Rechtsstaat abzuschaffen und durch Scharia zu ersetzen. Das ist natürlich der Hauptziel der Dschihadisten und auch der Scharia-Anhänger und natürlich auch der IS-Staat. Das, was wir in Syrien und aber auch im Irak oder in Europa mit den Anschlägen sehen und auch wahrnehmen, auch die tausende Enthauptungen, diese Angstattentate oder Hinrichtungen der IS, soll uns genug Sorge bieten, dass wir rechtzeitig diese Vorkehrungen nehmen und uns gegen diese radikal-islamistische Tendenzen wehren. Wenn wir das nicht rechtzeitig tun, dann kann es schon sein, dass wir noch weitere Anschläge in Deutschland, in Europa erleben müssen. Wir haben ja auch zuletzt jetzt in Frankreich erlebt, wie in einer Kirche die Salafisten einen Priester getötet haben, wo sie ihm die Kehle durchgeschnitten haben. Also sie scheuen sich vor nichts zurück. Sie sind barbarisch und sie sind Verbrecher, die eigentlich gegen die Menschlichkeit sich durchsetzen und uns Angst und Schrecken einjagen wollen. Natürlich kann es sein, wenn sie ihre Ziele näher kommen, dass sie auch die Demokratie abschaffen und diese durch Scharia ersetzen. Das werden wir aber, glaube ich, in diese demokratische Wertegesellschaft nicht zulassen. Dafür sind wir, glaube ich, auch in der Demokratie stark genug, dass wir uns zur Wehr setzen können. Der falsche Weg wäre, wenn wir vor dieser unfremden Kultur kapitulieren werden. Was wird denn in Hessen unternommen gegen den IS?
Sie haben die Personalaufstockung erwähnt bei Polizei, beim Verfassungsschutz. Was macht man konkret dann gegen den IS und wie will man vorgehen, auch gegen mögliche Anwerbung von neuen Gefolgsleuten durch IS? Vielleicht mal zuerst, wir müssen natürlich alles dafür tun, dass die Anwerbungsversuche, diese Rekrutierung, Konvertierung und Radikalisierung der Jugendlichen, das muss ein Ende nehmen. Deswegen müssen wir die gesamte salafistische Betätigung in Deutschland verbieten. Dazu zähle ich deswegen habe ich auch viele Jahre gefordert, dass wir ein allgemeines Betätigungsverbot aussprechen müssen. Wir müssen die Lichtstände verbieten. Wir müssen unterbinden, dass diese manipulierte Korane verteilt werden. Wir müssen auch verhindern, dass junge Menschen an diesen Lichtständen kontaktiert werden. Wir brauchen ein Burka, Vollverschleierungsverbot. Das sind Sachen, wo wir eigentlich uns noch mehr durchsetzen müssen und die rote Karte zeigen müssen. Ansonsten werden wir die weitere Anwerbeversuche der Salafisten nicht mehr kontrollieren können. Was haben wir eigentlich in Hessen gegen diese Tendenzen gemacht, wie Sie auch gesagt haben? Wir haben die Personal bei der Polizei und bei Verfassungsschutz aufgestockt. Wir haben viele Präventionsmaßnahmen durchgeführt und diese erhöht. Wir haben zum Beispiel auch in den Flüchtlingsunterkünften die Kontrollen erhöht und aber auch Aufklärungskampagnen gestartet. Wir haben versucht, das Personal bei den Flüchtlingsunterkünften dazu zu schulen, dass sie mögliche Versuche der Salafisten schnell erkennen können und sie gar nicht zu den Flüchtlingen lassen. Wir haben natürlich ganz besonders auch Präventionsmaßnahmen in den Schulen durchgeführt. Wir versuchen seit vielen Monaten Schüler und Lehrerschaft gegen diese salafistische Tendenzen zu sensibilisieren. Ich kann mit Stolz sagen, dass gerade das Land Hessen die Gefahr und die Bedrohung aus der Seite der Salafisten sehr schnell erkannt hat und aber auch da präventiv mitgewirkt hat. Ich kann auch mit Stolz sagen, dass der hessische Innenminister Peter Beuth diese Gefahr auch sehr schnell erkannt hat und Gegenmaßnahmen gestartet hat. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch sagen, dass Hessen mit seiner Präventivmaßnahmen und mit Kampf mit dem demokratischen, rechtsstaatlichen Kampf gegen den Salafismus überhaupt einer der Vorreiter in Deutschland ist. Also ich zähle uns, Land Hessen, zu den Leuchttürmen in der Bekämpfung der Salafismus. Ich erinnere mich an einen Artikel in der Asia Times, wo die Asia Times berichtet hat, dass in Syrien 95% der aufständischen ausländische Dschihadisten seien. Und da haben die auch berichtet, dass zum Beispiel Indien auch das Bewusstsein steigt, dass in Indien die Politik genauer hinschaut, ob der Salafismus ein Nährboden für den Dschihadismus in Indien ist. Ja, dieser Salafismus ist eigentlich der Haupteinfallstor für Dschihadismus. Hier wird unter der Deckmantel der Religionsfreiheit viel geduldet und gerade das ist ja unser Problem. In einer falsch verstandenen Toleranz, in einer Multikulturromantik wurde die Gefahr und die Bedrohung von Salafisten entweder gar nicht gesehen oder man hat das versucht zu verharmlosen. Das ist auch unser Problem, dass wir immer Angst gehabt haben von einer schnell geschwungenen Rassismuskeule. Und genau unter der Deckmantel der Religionsfreiheit hatten die Salafisten in Deutschland, in Europa auch natürlich die Möglichkeit, sich immer zu vermehren und zu vergrößern. Und das ist jetzt das große Problem, mit dem wir eigentlich heute zu kämpfen haben. Und gerade in einer Gesellschaft, wo man auch gerne die drei Affen spielt, nämlich dass man nicht sehen, sagen und hören will, tut man auch nicht sehr viel gegen die salafistische Tendenz in Deutschland. Unter Political Correctness oder auch unter anderen Umständen versucht man engagiert, diese Gefahr und Bedrohung zu verharmlosen. Und das ist nach meiner Meinung der größte Bedrohung für unsere Zukunft, für unsere Gesellschaft und besonders für unsere Jugend. Der zum Salafismus fällt mir noch ein, dass das, soweit ich informiert bin, ein anderes Wort ist für den Wahhabismus. Also die radikalste unter den, ich glaube, 4 oder 5 größeren Gruppen innerhalb des sunnitischen Islam. Und
Da stellt sich natürlich auch die Frage zu Saudi-Arabien. Das heißt, dann darf Saudi-Arabien, wenn man den Salafismus hier verbietet, darf Saudi-Arabien ja zum Beispiel hier auch die Mission nicht fördern? Ja, also ich sage mal eins, gerade die salafistische Gesinnung, die ja eigentlich von der Muslimbruderschaft unterstützt wird, natürlich aus den Emiraten und arabischen Ländern, die ja eigentlich die auch finanziell unterstützen, das muss man überhaupt erkennen, und diese Geldhähne der Salafisten müssen wir zudrehen, weil wenn wir die finanziellen Möglichkeiten der Salafisten in Deutschland, wie zum Beispiel der bekannten Hasperidis, Pierre Vogel oder Ibrahim Abu Nagy, der diese LIS-Projekt ja gestartet hat, dieser Street Dawa ja eigentlich eingeführt hat, wenn wir hier aktiv werden und die Geld- und Finanzierungsmöglichkeiten stoppen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir da schon einiges erreichen werden. Und hier müssen wir eigentlich Klartext reden und Problem beim Namen benennen. Gerade die Länder, die Salafismus in Deutschland, in Europa fördern, mit denen müssen wir uns überlegen, ob wir die wirtschaftliche und aber auch die diplomatische Kontakte so in dieser Art und Weise, wie wir sie bis jetzt haben, aufrechthalten. Sie sprechen von mehreren Ländern. An welche Länder denken Sie da außer an Saudi-Arabien? Ja, also man brauchte, glaube ich, keine Prophet zu sein, um zu erkennen, welche Länder, welche Emirate die Salafismus in Deutschland oder in Europa fördern. Das liegt, glaube ich, in jedem auf der Hand. Man muss die Länder nicht jedes einzeln benennen, aber wenn ich von Emiraten spreche, dann kann sich, glaube ich, jeder Zuhörer von Ihnen denken, welche Länder ich hier meine. In Libyen zum Beispiel haben IS-Kämpfer selbst Salafisten angegriffen, die sich ihnen nicht unterwerfen wollten. Und Pierre Vogel zum Beispiel äußert sich ja sehr deutlich gegen den IS. Und IS hat ja auch einen Aufruf gemacht, Pierre Vogel zu töten. Das heißt, er scheint ja zumindest in neuerer Zeit sehr deutlich auf Distanz gegangen zu sein. Ist das nicht eher eine Chance, zumindest insoweit, Salafisten vom IS wegzuhalten in Deutschland? Nein, ich sehe das nicht als Chance. Ich kann es mir nicht erklären, warum Pierre Vogel jetzt als Friedensengel oder als Friedensbotschafter dargestellt wird. Aus den vielen Gründen, weil er ist ja derjenige, der mit Hassvideos Jugendliche anstichelt. Er ist ja derjenige mit Ibrahim Abu Nagy und Co., mit Sven Lau und wie sie alle auch heißen, die Jugendlichen für eine salafistische Gesinnung eigentlich anwerben. Der Pierre Vogel hat ja erst kürzlich vor der schwarzen IS-Fahne posiert und Videobotschaften herausgegeben. Gerade dieser hassprediger Pierre Vogel ist es derjenige, der mit einem Sweatshirt, wo der schwarze IS-Fahne als Druck auf seine Sweatshirt war, posiert und auch Videoreden gehalten hat. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, dass gerade dieser Hassprediger, dieser Seelenverkäufer, für mich ein Scharlatan, der so viele Jugendliche unter unserer Gesellschaft vergiftet mit seinen Gedanken und Ideologie, dass er jetzt gerade eigentlich der Friedensstifter sein soll. Und dass er eigentlich von der IS vielleicht auch angegriffen wurde, liegt nicht daran, dass er gegen IS agiert, dass er vielleicht nicht noch mehr für die IS sich hier betätigt hat und nicht noch mehr für den IS Jugendliche angeworben hat. Und ich glaube eigentlich an dieser Geschichte, traue diese Geschichte auch nicht ganz zu, weil ich kann es nicht verstehen, wenn einer mit einer IS-T-Shirt vor einer schwarzen IS-Fahne posiert und Videobotschaften hält, dass er eigentlich gegen der IS-Ideologie ist. Dann, ich habe dieses Bild auf Ihrer Facebook-Seite gesehen und es steht halt im Widerspruch zu einigen neueren Videos von Pierre Vogel. Ich habe mir da noch keine abschließende Meinung gebildet. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie man mit solchen Hasspredigern umgeht. Und ich habe den Pierre Vogel öfters erlebt, dass er eigentlich Takir ausübt. Takir heißt, im Islam ist natürlich Lügen und aber auch sich zu verstellen, an das Gesicht zu zeigen, eine Sünde. Aber wenn es der Dawa dient, wenn es der Glaube dient und wenn es zum Dienst, zum Allah dient, kann man Lügen sich verstellen. Und ich glaube, was der Pierre Vogel zurzeit macht, ist nichts anderes als Takir.
Ja, eine, ich denke, ganz entscheidende Frage ist, wie können wir in Deutschland zu zuverlässigen Schätzungen kommen, zur Zahl der hier befindlichen IS-Kämpfer und damit auch zur Größenordnung der von diesen ausgehenden Gefahr? Wie können wir da zu zuverlässigen Zahlen kommen? Also ich schätze mal, dass in Deutschland etwa 150.000 bis 200.000 Salafisten gibt. Diese Zahlen sind eigentlich ganz einfach nach meiner Meinung zu sehen, wenn wir die Facebook-Seiten dieser genannten Salafisten gucken. Da sieht man, gefällt mir Klicks etwa in 170.000, 180.000-fache Ausführung. Das zeigt mir, dass diese Hassprediger zumindest in diesen Größenordnungen Sympathisanten haben. Wenn wir uns auch bewusst sind, dass etwa 1.200 Jugendliche aus Deutschland sich in Syrien in den sogenannten German Camps aufhalten, kann ich sagen, dass etwa, also nach meinen Recherchen, etwa 100 bis 150 Rückkehrer bereits in Deutschland sind. Viele davon, besonders etwa 80 Leute, standen auf der Liste der IS-Terrorstaates als sogenannte Gotteskrieger, als Soldaten, die bereits nach Deutschland wieder zurückgereist sind. Und wenn man diese Listen sich anschaut, wenn wir davon ausgehen, dass etwa 80 Leute, die aus diesem Camp mit Waffen, mit Sprengstoff, Ausbildung zu uns zurückgekehrt sind und als Schläfer irgendwo in unserer gesellschaftlichen Mitte leben, ist eine große Bedrohung. Also ich kann davon ausgehen, dass wir mindestens 80 Schläfer unter uns haben, die bereit sind, jederzeit auf einem Knopfdruck aktiv zu werden, in Deutschland mit Waffengewalt auch ihre Ziele durchsetzen. Gibt es Erkenntnisse darüber, wer den IS steuert und wer den IS finanziert? Ja, der IS hat ja, wie genannt, einige Unterstützer in den arabischen Raum. Und sie haben ja durch ihren Blitzkrieg, den sie ja sehr brutal ausgeführt haben, einige Banken in ihrem Gewalt gebracht und aber auch einige Ölquellen dadurch und durch Menschenschmuggel nach Europa und aber auch Rest der Welt und natürlich mit allen anderen verbrecherischen Mitteln verschaffen sie sich finanzielle Möglichkeiten und auch die Salafisten in Deutschland und Europa tragen ja dazu bei, dass durch mögliche Spenden und aber auch sogenannte Benefizveranstaltungen Spenden gesammelt werden. Es gibt auch genug Hinweise, dass ein Großteil dieser Spenden an die IS-Kanäle fließen. Die Frage der Steuerung des IS, die stelle ich mir auch deshalb, weil ich einen Artikel bei Voltairenet gelesen habe über ein Treffen von John McCain, in wessen Eigenschaft auch immer er, welche Eigenschaft auch immer er da gewesen ist, in 2013, also bevor der große Ansturm von IS, der war ja Juni 2014 war, mit dem jetzigen Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi. Und in diesem Artikel von Voltairenet steht, dass dieser Kalif gleichzeitig eben auch ein Offizier der Freien Syrischen Armee sei. Also einmal Kalif, einmal nur eben ein Offizier und gar nicht der, der das Sagen hat. Und deswegen sind bei uns halt erhebliche Zweifel aufgekommen. Können wir eigentlich nicht glauben, dass dieser Kalif wirklich der ist, der das Sagen hat? Ich kann natürlich über die genauen Strukturen und Befehlsstrukturen der IS nicht sagen, weil so tief sind wir in diesen Thematiken nicht drin, dass wir das vor Ort beobachten können. Aber ich glaube, es gibt genug Kräfte, Mächte im arabischen Raum, die ein großes Interesse haben, dass dieser IS an sein Ziel kommt, dass dieser Kalifatstaat sich vergrößert und alles Demokratie im Umkreis in diesen Regionen niedermetzelt. Wer diese Kräfte sind, kann man nur einschätzen, aber genaueres kann man, glaube ich, im Moment auch nicht sagen, weil es gibt genug verschiedene Kräfte, die diese IS unterstützen. Zu den Zielen, die IS auch verfolgt, da gibt es einen Artikel auf Geolitico, es gibt auch einen ähnlichen in der Welt. Bei Geolitico heißt die kriegerische Energie des IS. Da geht es darum, dass IS sich an der islamischen Prognose für im Koran für Armageddon orientiert und dass sie in der Nähe der syrischen Kleinstadt Dabiq ein
in die Schlacht von Armageddon anstoßen wollen. Und da ist uns aufgefallen, in Übereinstimmung mit einem alten Spiegelbericht aus dem Jahr 2005, dass Al-Qaida eine Agenda 2020 habe, dass Al-Qaida ein Kalifat haben wolle. Und dann wollen sie vor 2020 noch die totale Konfrontation. Und dann 2020 wollen sie gewonnen haben. Und da sehen wir eben erhebliche Parallelen zwischen dem, was IS dort will und was Al-Qaida will. Wie beurteilen Sie das? Also ich glaube, diese Bestrebung, eine Weltherrschaft der Kalifats, ist ja keine neue Geschichte. Eine bestimmte Struktur und die Dschihadisten, Salafisten und aber auch die, die für Scharia Jahrzehnte gekämpft haben, das ist ihr Ziel, die Weltherrschaft unter Kalifat. Alles, was nicht ihren religiösen Gesinnung nachkommt, wird zu Kuffar, zu Ungläubigen erklärt, und alles, was ungläubig sozusagen der Kuffar ist, muss bekämpft oder getötet werden. Das ist die Ideologie dieser IS-Staates. Und wenn Sie den Ehrgeiz haben, bis 2020 die Weltherrschaft oder die Herrschaft in Europa zu haben, das müssen wir erkennen. Wir müssen diese Bedrohung und Gefahr endlich wahrhaben und ernst nehmen. Und deswegen ja auch meine Forderung seit vielen Jahren, wir dürfen diese radikal-islamistische, fundamentalistische, salafistische Gesinnung nicht einfach verharmlosen. Wir müssen diese Bedrohung ernst nehmen, und deswegen müssen wir nicht nur in Hessen, wir müssen nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa und ja sogar auf der ganzen Welt uns gegen diese Tendenzen wehren. Und wenn wir diese Gefahr, die wir ja eigentlich zumindest in bestimmten Teilen der Gesellschaft erkannt haben, wenn wir uns dagegen nicht wehren, dann werden in Zukunft noch mehr Mütter und Väter um ihre Kinder weinen, und ganz besonders auch in Deutschland. Und dagegen müssen wir jetzt hellwach sein und endlich als Gesellschaft und aber auch als Politik aufstehen und uns dagegen wehren. Professor Dr. Peter Del Scott ist ein Wissenschaftler aus Kanada, der hat einiges recherchiert in seinen Texten, veröffentlicht über die Geschichte von Al-Qaida in den 80er und 90er Jahren. Und die beiden Mitbegründer, so von dem Vorläufer von Al-Qaida, sind ein Palästinenser und der Saudi Osama bin Laden gewesen, also jetzt in den 80er Jahren. Und da stellt sich dann die Frage, Osama bin Laden ist laut Professor Peter Del Scott auch ein Moslembruder gewesen, ob es heute in Deutschland Verbindungen gibt zwischen Dschihadisten und Moslembruderschaft? Es ist ja, also ich bin kein Wissenschaftler und ich bin auch kein Theologe nicht, aber als Landespolitiker habe ich natürlich auch nur Informationen aus dem, was ich gelesen habe oder gehört habe und bei vielen Diskussionen oder Gesprächen mitbekommen habe. Es ist kein Geheimnis, dass gerade die Moslembruderschaft, die ja in Europa ihren Sitz, soweit ich weiß, in Dublin hat, diese salafistische Gesinnung in Deutschland, in Europa unterstützt. Diese Verbindung ist, glaube ich, da, und das muss auch von den zuständigen Behörden so gesehen werden. Die haben ihren Sitz in Dublin. Haben Sie da eine Quelle für? Ich habe bisher gedacht, in Aix-en-Chapelle in Frankreich. Auch das habe ich im Voltaire-Net gelesen. Woraus ergibt sich Dublin? Meine Quellen sind eigentlich auch das, was ich in verschiedenen Printmedien gelesen habe, dass der Muslimbruderschaft aus Dublin aus agiert. Das kann ich aber nicht sagen, weil ich da nicht dort war und das mit eigenen Augen recherchiert habe. Wir müssen langsam zu Ende kommen, weil ich muss wieder zur Sitzung zurück. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Herr Reusen, vielen herzlichen Dank auch. Alles da. Vielen Dank. Wieder. Ist okay, ja? Ja, danke. Okay.